Dr. Markus Krall mit einer unfassbarer Feststellung. Erstens glaube ich nicht an die Hypothese, dass in den Beraterstäben noch Menschen mit gesundem Menschenverstand sitzen. Und zwar deswegen, weil man die Beraterstäbe von diesen Personen gereinigt hat. Man hat im Grunde genommen ja seine grün-rot-links inspirierten Ideologen überall hingesetzt. Wenn man sich auch zum Teil anschaut, mit welchem Personal sich unsere Ministerialen da umgeben. Das Gleiche haben wir überall in allen Ministerien, hat man Leute auf Staatssekretärs- und hohe Beamtenpositionen gehievt, nicht nach Qualifikation, sondern nach Parteibuch. Man hat im Grunde genommen der Korruption fröhlich Urständ gefeiert. Ja, also anders, das ist ein reiner Nepotismus, eine Vetternwirtschaft. Ja, wie man in England früher gesagt hat, Jobs for the boys and the girls also. Ja, da kommt keine Rettung her aus diesem Bereich. Ja, da gibt es vielleicht noch einige Versprengte, aber die werden sich nicht trauen, den Mund aufzumachen aus Angst, dass sie auch ausgetauscht werden. Herr Krall erklärt nun über die Alternative. Also aus der Verwaltung wird da nichts kommen. Die einzigen, die im Moment noch der Bundesregierung sagen, dass sie Unsinn macht, das ist die Opposition, die man verächtlich macht, verfolgt und mit seltsamen linksfaschistoiden Methoden versucht, mundtot zu machen und überhaupt aus der Existenz zu komplimentieren. Und einige wenige ausländische Staatsmänner, die es ihr auf internationalen Konferenzen sagen, wie zum Beispiel Herr Orban oder andere. Und die Lernfähigkeit und der Lernwille dieser Bundesregierung, den würde ich mal mit Null ansetzen. Also das ist offensichtlich nicht der Fall. Wenn man sich auch anschaut, dass also ein Herr Lindner und ein Herr Buschmann, also FDP-Mitglieder dieser Bundesregierung, mit welchen hanebüchenen Argumenten die diesen wirklich Todesstoß für die deutsche Wirtschaft verteidigen, den sie da also gemeinsam mit ihren sozialistischen und grünen Koalitionspartnern beschlossen haben. Da kann ich nur sagen, die FDP wird für dieses Verbrechen an der deutschen Wirtschaft zu Recht aus der Existenz herauskomplimentiert werden. Ich wäre überrascht, wenn die FDP bei den nächsten Wahlen 3% erreicht. Unglaublich. Markus Krall will keine Neuwahlen. Er begründet es mit einer wirklich hochintelligenten Aussage. Aus zwei Gründen denke ich, dass Neuwahlen zum jetzigen Zeitpunkt nicht das Richtige sind. Erstens ist es so, dass die Neuwahlen würden jetzt nicht dazu führen, dass wir eine echte Wende bekommen würden. Wir würden vielleicht eine CDU-geführte Bundesregierung bekommen, die dann aber auch sich wieder mit Linken und Grünen zusammentun müsste, weil mit der AfD will man ja nicht. Das heißt, eine Mehrheitsfindung wäre nur deutlich links der Mitte auch dann wieder möglich. Das heißt, diese Politik würde unter anderem Namen fortgesetzt werden. Es ist im Übrigen auch nicht so, dass die CDU in irgendeiner Weise die Rettung vor dieser unsinnigen Politik wäre. Im Gegenteil, die CDU-geführte Bundesregierung unter Frau Merkel hat 16 Jahre lang den Boden bereitet für diese Katastrophe. Und Herr Merz, in den viele ihre Hoffnungen gesetzt hatten, war von Anfang an eine zu schwache Figur, um diese linksunterwanderte Partei wieder auf Kurs zu bringen. Die CDU heute ist nicht die CDU der 70er oder 80er Jahre. Die CDU heute ist weit links der SPD der 70er oder 80er Jahre. Ja, also ein Helmut Schmidt hätte wahrscheinlich bei dieser Politik, die heutige CDU macht, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, weil sie ihm weit, weit, weit viel zu links wäre und andere auch. Also das ist keine Partei, von der die Rettung kommt. Deswegen warne ich auch davor zu glauben, dass die CDU in irgendeiner Weise dieses Land kurieren könnte. Die CDU ist im Wesentlichen Mitschuld oder Hauptschuld daran, dass das passiert, was jetzt passiert. Denn das Zerstörungswerk der Ampel kann nur deswegen diese Formen annehmen, weil Frau Merkel das 16 Jahre lang vorbereitet und auf den Weg gebracht hat. Er klärt deutlich auf, dass mit den Altparteien keine Wende kommen wird. Dass sie sogar alle das gleiche Ziel haben. Und Herr Merz unternimmt nichts, um die alten Merkelianer in der CDU einzugrenzen. Im Gegenteil, die werden Tag für Tag stärker. Schauen Sie sich die Ministerpräsidenten Riege von Günther bis Wüst an und dann wissen Sie, was sie vor sich haben. Das sind keine konservativ-liberalen Politiker, sondern es sind Opportunisten, die, ich sag mal, ihr Fähnchen nach dem Wind hängen und die im Moment immer noch glauben, dass Klima und sonst was ihnen Wählerstimmen bringt. Wenn sie es nicht mehr glauben würden, würden sie es natürlich sofort ändern, aber nicht aus Überzeugung, sondern aus Opportunismus. Diese Partei wird Deutschland nicht retten.
Das ist ganz, ganz schlicht so. Das ist das eine. Und das andere ist, dass eine echte Wende, egal wer an die Regierung kommt, selbst wenn wir heute eine Regierung deutlich rechts der Mitte hätten, zum Beispiel unter Einbeziehung der AfD, wenn wir sie hätten, dann wäre auch von dieser Regierung zum aktuellen Zeitpunkt keine echte Wende zu erwarten. Und zwar, weil sie nicht durchsetzen könnte. Warum könnte sie nicht durchsetzen? Weil in diesem Land Entscheidungen notwendig sind, die schmerzvoll sind, sehr schmerzvoll. Und diese schmerzvollen Entscheidungen werden erst dann akzeptiert, wenn der Schmerz des Nichtstuns größer ist als der Schmerz, etwas zu tun. Vorher werden die Leute das nicht akzeptieren, sie werden es nicht einsehen. Jeder schreit nach Veränderung, nur nicht bei sich selbst. Ja, sobald der Rotstift angesetzt wird, bei allen anderen bitte nicht bei mir. Es ist aber notwendig, dass der Rotstift so gründlich angesetzt wird, dass der Staat um mindestens 2/3, eher um 3/4 zurückgestutzt wird. Die Staatsquote von über 50 auf deutlich unter 15% ist notwendig. Und diese Reform, die kann erst stattfinden, wenn der Schmerz der falschen Politik groß genug ist. Deswegen sage ich, lasst die schön ihre Legislaturperiode noch 20 Monate weitermachen. Dann erst wird der Schmerz so groß sein, dass die Leute nicht nur bereit sind, eine echte Reformregierung ins Amt zu wählen, sondern ihr auch zu gestatten, die notwendigen Maßnahmen zu treffen. Jetzt einige bitterernste Fakten, warum das so kommen wird. Bei den Immobilien haben wir einen Rückgang der Kaufs- und Verkaufstransaktionen, insbesondere im privaten Immobilienbereich, aber auch im gewerblichen Immobilienbereich von über 90% gesehen jetzt schon. Wir haben einen Rückgang der Preise um rund 30% gesehen. Wir haben einen Rückgang der Transaktionen um 90% gesehen, damit auch einen Rückgang der Hypothekenkredite, der neuen Hypothekenkredite, nicht der revolvierenden, aber der neuen auch um 90%. Und dieser Rückgang, der hat jetzt im Grunde genommen dazu geführt, dass auch Immobilien eine illiquide Assetklasse geworden sind, bei der mehr und mehr Teilnehmer des Marktes in Schwierigkeiten kommen. Gleichzeitig hat man ein Gesetz gemacht, dass die privaten Immobilieneigentümer im Grunde genommen in Gänze enteignet, und zwar total, weil die Kosten des Heizungsgesetzes das Eigenkapital aller Immobilienbesitzer in Deutschland übersteigen. Das heißt also, die Leute, die auf die Immobilie als Altersversorgung gesetzt haben, die stehen jetzt vor der Situation, sich nochmal verschulden zu müssen in einem Maße, um das zu finanzieren, dass sie gar nicht können, weil sie gar keinen Cashflow haben, um diesen Kredit wieder abzuzahlen. Es ist gar nicht möglich. Und das Ergebnis ist, dass man ihnen dann, wenn sie es nicht tut, mit Strafen von 50.000 Euro droht, die sie auch nicht bezahlen können. Und das führt dazu, dass der Immobilienmarkt sich auch nicht erholen kann. Er wird sich auch dann nicht erholen, wenn die Zinsen fallen werden, und fallen werden sie, weil das Teil des Rettungsprogramms sein wird. Das heißt, die zweitgrößte Assetklasse ist auch illiquide geworden. So, dann haben wir die drittgrößte Assetklasse, das sind die Aktien. Die drittgrößte Assetklasse Aktien ist im Moment in einer Blase, die im Gegensatz zu Immobilien und Anleihen noch nicht geplatzt ist. Aber platzen wird sie. Und zwar spätestens dann, wenn entweder die Zinsen zu lange oben bleiben. Und dazu hat gerade die Bundesregierung massiv beigetragen, indem sie eine Schatteninflation nochmal erzeugt, die die Entscheidungsfindung in der EZB dramatisch erschwert, zumal die EZB ohnehin an der Stelle von massiver Inkompetenz und Unerfahrenheit geprägt ist. Warum ist sie das? Weil sie in ihrer gesamten Existenz so eine Situation wie die jetzige noch nie gehabt hat. Es befindet sich in der EZB kein Personal mehr, das in der Lage wäre, diese Situation richtig einzuschätzen und aus Erfahrung ein Erfahrungsurteil abgeben zu können. Alles, was die EZB dazu macht, ist mit Modellen zu arbeiten, die nachweislich falsch sind, die nachweislich untauglich sind, die Realität abzubilden, nämlich die Modelle der Modern Monetary Theory, die schon nicht in der Lage waren, die Inflation vorauszusehen oder das Verhalten der Inflation vorauszusehen, die auch jetzt nicht die richtigen Signale geben, weil diese Modelle spiegeln der EZB vor, dass der Inflationsrückgang Ergebnis der Zinserhöhungen der dadurch zurückgehenden Nachfrage sei, wo es in Wahrheit das Ergebnis platzender Blasen ist. Das heißt also, die Fähigkeit der EZB, damit umzugehen, ist gering. Und dementsprechend können wir davon ausgehen, dass hier die falschen Entscheidungen fallen werden. Die Aktienmärkte sind auch deswegen im Moment so stark, weil die Märkte ja einen Rückgang der Zinsen erwarten. Die Märkte sehen ja ganz klar, dass die platzenden Blasen die EZB und die FED unter Druck setzen. Und das ist der Grund, warum sie sagen, da müssten Aktien gut performen, weil die Zinssenkung um die Ecke ist. Die Bundesregierung hat aber eben dadurch, dass sie quasi eine künstliche Inflation nochmal nachgeschoben hat, dafür gesorgt, dass der Handlungsspielraum für Zinssenkungen zunächst mal kleiner wird, als er normalerweise wäre. Und das Zweite ist,
dass das eine Sache ist, die in sich aufschaukelnden Zyklen verläuft. Das heißt also, wir haben jetzt erstmal eine Inflationskrise gehabt, dann haben wir massiv die Zinsen erhöht, die platzenden Blasen waren das Ergebnis. Jetzt stürzen wir auf die andere Seite der Rasierklinge in die Deflation. Dann kommt die nächste Rettung. Wie sieht die aus? Zinsen runter, und zwar massiv, wahrscheinlich wieder auf Null. Und Liquiditätsflutung in die Märkte. Kapital an die Banken, billiges Geld an die Banken und möglicherweise auch eine massive Rekapitalisierung von Banken, die ja erforderlich sein wird, nämlich dann, wenn die Zinsen zu lange oben bleiben und die Zombies dann ins Kippen kommen, was sie ja jetzt schon zum großen Teil tun.